Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, liebe Gäste, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum dritten Schwerpunktthema des heutigen Nachmittags. Es geht um die Medienpolitik. Wir werden sprechen über die Frage, ob es nicht vielleicht möglich und sinnvoll ist, so etwas wie einen Medieninnovationsfonds, einen öffentlich-rechtlichen Medieninnovationsfonds aufzusetzen, quasi als ganz neues Strukturelement des öffentlich-rechtlichen Medienuniversums. Mein Name ist Thorolf Lipp. Ich bin Mitglied im Vorstand der Deutschen Akademie für Fernsehen und einer der beiden Sprecher der Arbeitsgruppe Medienzukunft in der DAF. Und da wir jetzt etwas früher mit dem vorigen Panel fertig geworden sind, darf ich mir jetzt ungefähr 8 Minuten nehmen, um Sie so ein bisschen in unser Thema einzuführen. Die Deutsche Akademie für Fernsehen ist ein entschiedener Verfechter eines staatsunabhängigen öffentlich-rechtlichen Mediensystems. Das bedeutet aber auch, dass wir die Verpflichtung sehen, da, wo es Fehlentwicklungen gibt, diese auch zu benennen. Wir haben uns in der Vergangenheit mit Stellungnahmen zur Reform der Mediengesetzgebung konstruktiv an der Debatte beteiligt und uns zum Beispiel mit 10 Thesen zur Zukunft der Medienordnung positioniert. Wir geben Bücher heraus, wir befragen die Mitglieder unseres eigenen Verbandes, aber auch anderer Verbände. Wir sind also permanent dabei, uns einen Überblick zu verschaffen, uns ein Bild zu machen dessen darüber, wie denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk funktioniert und wo eben auch die Schwachstellen sind. Wir wollen einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir sagen aber auch in der 10. unserer 10 Thesen zur Medienzukunft: Die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland muss nicht notwendig nur den Namen ARD, ZDF und Co. tragen. Denkbar sind auch ganz andere, neue Modelle. Wir können und müssen vermutlich eben neue, mutige Wege gehen, wenn wir das Gute am öffentlich-rechtlichen Rundfunk erhalten wollen. Denn wenn wir eine deliberative, also eine beratschlagende Demokratie bleiben wollen, dann, so glauben wir, muss es in weit höherem Maße als bisher gelingen, die Vielfalt der Perspektiven, die so eine Demokratie nun einmal braucht, auch sichtbar zu machen. Auch wenn heute noch vieles tatsächlich funktioniert bei ARD und ZDF und Co., festzustellen ist eben doch auch, dass Medienvertrauen sinkt, jüngst in einer Allensbach-Umfrage. Die Frustration mit dem System steigt und die Systemfrage wird gestellt. Tatsache ist doch, die jahrelange, weitgehend ergebnislose Debatte um Auftrag und Struktur der öffentlich-rechtlichen Anstalten sowie die jüngsten Vorkommnisse beim RBB, aber auch anderswo, zeigen, dass das öffentlich-rechtliche Mediensystem in seiner Gesamtheit nicht schnell genug reformierbar ist, um den dringenden Erfordernissen unserer unter Stress stehenden Demokratie gerecht zu werden. Und das, so zumindest unsere These, nämlich dieses Gerechtwerden den jetzigen dringenden Erfordernissen, funktioniert wahrscheinlich nicht mit den institutionellen Strukturen, die wir heute haben, die wir kennen und die letzten Endes aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts stammen. Für so eine Aussage bin ich noch vor einiger Zeit massiv gescholten worden, denn bei den in diesem System etablierten, also den VertreterInnen der Anstalten selbst, aber auch denjenigen, die von und in diesem System und mit diesem System noch ganz gut leben können, für die löst natürlich so eine Behauptung, wir müssen ganz vieles ganz anders machen, kognitive Dissonanzen aus. Denn das Sein bestimmt das Bewusstsein und solange man eben noch ganz gut davon leben kann, glaubt man, sich diese Fragen nicht stellen zu müssen. Wer im gemachten Nest sitzt, der verunglimpft reflexhaft zunächst mal den Überbringer der schlechten Nachricht, anstatt nachzugucken, ob der Ast, auf dem das Nest gebaut ist, vielleicht doch im Laufe der Jahrzehnte an der einen oder anderen Stelle morsch geworden ist. Inzwischen ist die Kritik aber offenkundig auch bei den Steuerleuten der Anstalten angekommen. Nehmen Sie Tom Buros Hamburger Offenbarungseid, der einigermaßen ratlosen Aussage gipfelte: Wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen runden Tisch, um die vielen tiefgreifenden strukturellen Probleme zu benennen und nach Lösungen zu suchen. An der Stelle sei mir vielleicht eine Anmerkung erlaubt. Wenn man sich, so wie ich das mache, seit 10, 15 Jahren mit Medienpolitik beschäftigt und auch im engen Kontakt mit den öffentlich-rechtlichen Anstalten ist, dann macht man immer wieder die Erfahrung, dass man bestimmte Ideen hat und präsentiert und die stoßen erst überhaupt nicht auf Anklang und irgendwann ist der Groschen aber dann gefallen, auch bei den Sendern, und dann werden diese Ideen aufgegriffen und man behauptet aber dann, man habe ja nie etwas anderes gewollt als genau das. Dabei muss man ja nun wirklich sagen, die Idee eines runden Tisches, die kam aus der Zivilgesellschaft und die ist
ist ja schon also mindestens 10 Jahre alt. Aber gut, man muss es als Zeichen sozusagen der Öffnungsbereitschaft, glaube ich, erkennen. So ein runder Tisch kann und wird kommen. Und wir wollen bei der Lösung, um die es ja dann gehen wird, eine Rolle spielen, um etwas Gutes zu behalten. Nämlich den öffentlich-rechtlichen Grundgedanken eines unabhängigen, qualitätsvollen, umweltbewussten, Vielfalt abbildenden, gemeinwohlorientierten und daher demokratiestärkenden Mediensystems. Und damit komme ich jetzt ganz kurz noch zu unserem Modell eines Medieninnovationsfonds, das einige Antworten für einen Teil der öffentlich-rechtlichen Produktionsaktivitäten bietet. Wir nennen das Vorhaben in der DAF Medieninnovationsfonds zur Förderung von Demokratie, Nachhaltigkeit, Klima und Vielfalt. Finanziert werden soll dieser Fonds langfristig aufkommensneutral, also aus den Mitteln, die anderswo bei Struktureinsparungen eben eingespart werden. Gefördert werden sollen in diesem Fonds zunächst journalistische, dokumentarische und bestimmte fiktionale Inhalte, die im derzeitigen System deutlich zu kurz kommen. Uns ist jetzt eigentlich klar geworden, das, was wir eigentlich fördern wollen, ist ein Gegenpunkt zu den Formen der medialen Berichterstattung des Journalismus, die im Moment überhand nehmen, nämlich das Schnelle nimmt überhand, das Hysterische, das Zuspitzende. Wir wollen eher einen Fonds für Slow Media. Auf der Grundlage des rechtlich ohne weiteres möglichen Modells einer Direktbeauftragung von Produzentinnen, ohne den großen Wasserkopf der öffentlich-rechtlichen Anstalten, so wie sie heute aufgestellt sind, sollen im Rahmen eines solchen Reallabors Auswahlverfahren, Produktionsmodelle, Auswertungsstrategien, Lizenz- und Vergütungsmodelle sowie Evaluierungsmechanismen ganz neu gedacht werden. Wir glauben, dass am Ende nur durch eine derartige praktische Machbarkeitsstudie, durch so einen Medieninnovationsfonds, der wie ein Reallabor erstmal funktioniert, wo man sehr schnell Dinge dann auch wieder verändern kann, die nicht funktionieren. Wir glauben, dass nur durch so ein Modell, durch so eine Versuchsanordnung am Ende so etwas wie ein Beweis erbracht werden kann, dass grundlegende Strukturveränderungen bei der öffentlich-rechtlichen Medienproduktion in der Realität funktionieren können und für Publikum und Medienschaffende gleichermaßen einen echten Mehrwert mit sich bringen kann. Nur dann, wenn man in Realiter also sieht, dass es auch ganz anders gehen könnte, werden hoffentlich existenzielle Ängste vor Reformen abgebaut, kann Neues entstehen. Diese Idee eines öffentlich finanzierten, senderunabhängigen Medieninnovationsfonds hat die Deutsche Akademie für Fernsehen zu einer zentralen medienpolitischen Forderung erhoben. Unser Modell ist ein Angebot für Sender und Politik gleichermaßen, natürlich auch für die Öffentlichkeit, das Publikum und die Kreativen selbst. Es kommt, nimmt man Tom Buro ernst, genau zur rechten Zeit. Im Rahmen der beiden Gesprächsrunden heute Abend wollen wir nun Zwischenergebnisse unserer Projektentwicklung vorstellen und die Idee im Dialog weiter vertiefen. Und dazu gehört auch, dass wir Experten anhören, die einen ganz ähnlichen Weg bereits gegangen sind. Ich freue mich daher ganz besonders, dass es gelungen ist, Professor Dr. Andy Kaltenbrunner für einen Impulsvortrag und die anschließende Debatte zu gewinnen. Andy Kaltenbrunner ist Politikwissenschaftler, Journalist und Initiator und Gesellschafter des Medienhaus Wien. Er lehrt und forscht seit den 1980er Jahren an zahlreichen Universitäten und Medienakademien in Europa und den USA zu Fragen der Medieninnovation, der Medienpolitik und der Medientransparenz. Und nicht zuletzt ist er Gründer der Wiener Medieninitiative, wo innerhalb von 3 Jahren 7,5 Millionen Euro für innovative Medienprojekte journalistischer Art, aber auch andere ausgeschüttet werden. Ich freue mich sehr auf den Impulsvertrag von Andy Kaltenbrunner, warum Innovationsförderung im Mediensystem dringend nötig ist. Ein kurzer Forschungsbericht aus der Praxis. Andy Kaltenbrunner. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die nette Einleitung und vielen Dank schon für die ersten Hinweise, wo ich ganz schnell zur Sache kommen mag. Es gab den Problemaufriss ja schon, von dem wir ausgehen müssen, wenn wir uns die Fragen stellen, warum wir Medieninnovation brauchen. Ein Problemaufriss, ein zentrales Thema ist das schwindende Vertrauen ins Mediensystem und den Journalismus, das schon angesprochen wurde. Und das trifft alle Formate, alle Formen und Formate. Das ist, trifft Print, Online, crossmediale Verwertungen, Film.
schwindet das Vertrauen in den Journalismus in einem eklatanten Ausmaß. Das ist vielfach noch gar nicht bewusst, in welcher Menge. Und es gibt immer mehr, die sich diesen Nachrichten der Information verweigern. Das zeigen viele Studien. Wenn ich mich bei den Kollegen in Deutschland und deren Studiensubstraten genauer umschaue, dann sehen wir drei Kategorien von News Avoidern inzwischen. News Avoidern, also jenen, die mit Nachrichten gar nichts mehr zu tun haben wollen. Da gibt es jene, die von Medienleistung als solche enttäuscht sind, weil das nicht genügend ist, nicht ordentlich genug, nicht seriös genug ihnen wirkt. Sie sind, so nennen das Kollegen zum Beispiel von der Uni Mainz, diffus medienkritisch. Die sind ja noch zu gewinnen. Es gibt die anderen, wir kennen die Begriffe, mit denen dann operiert wird, die längst von den Systemmedien, von den Lügenmedien wieder reden, die gänzlich verschwunden sind aus dem Diskurs und aus dem Nachrichtenkonsum. Die sind wahrscheinlich nicht mehr zu gewinnen. Und es gibt solche, die mit einer generellen Institutionenkritik, mit einer Systembesorgnis und Medien dann stärker als Teil des Systems sehend, vorsichtig geworden sind im Umgang mit Medieninhalten und auch dabei sind, verloren zu gehen für den öffentlichen Diskurs. Dieses Misstrauen ist so groß geworden in letzter Zeit, dass wir uns wirklich Sorgen machen müssen. Und das ist durchaus nach Ländern unterschiedlich. Wenn wir uns den sogenannten Digital News Report anschauen, des Reuters-Instituts der Uni Oxford, die viele Länder vergleichen, so liegt Deutschland hier etwa im Mittelfeld. Mein Heimatland Österreich ist bei denen, die gerade besonders kritisch sind, da ziemlich führend. Wir haben vor wenigen Tagen in Österreich eine Umfrage gemacht, gemeinsam mit dem Gallup-Institut, was denn die Österreicher von Journalismus schlechthin, von Medien allgemein halten, und sind dort zum Ergebnis gekommen, dass 52% der Bevölkerung sagen, um nur ein Datum zu nennen, dass sie eigentlich davon ausgehen, dass grundsätzlich praktisch alle Medien käuflich sind. Mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher glaubt, Medien sind käuflich. Das kann uns nicht egal sein, und ich fürchte, wir haben vergleichbare Trends in vielen anderen Ländern. Wir werden das laufend mit Daten verfolgen. Vielleicht in Skandinavien und den Niederlanden, das sind die Ausreißer nach oben in den Statistiken der Kollegen aus Oxford, wo noch das Medienvertrauen im Durchschnitt größer ist, wäre interessant zu untersuchen, woran das liegen kann. Wir haben also eine demokratiepolitische Drift geradezu, dass es diese Sorge gibt, welche Rolle Medien in Zukunft überhaupt noch spielen können für unser demokratisches System. Und das trifft auch, und die wurden vorher ja auch schon genannt, auch die öffentlich-rechtlichen Medien, die eigentlich mit einem historischen Vertrauensvorschuss immer gestartet sind, indem man gesagt hat, naja, also hier mit diesem Auftrag für uns alle werden gewisse qualitative Standards mit Sicherheit garantiert. Und da und dort vielleicht auch, und zum ersten Mal das Wort, ein Stückchen Innovation, ein Stückchen Fortschritt, wie wir ihn gesellschaftlich brauchen. Wir sind in einer Situation, Beispiele wurden auch schon genannt, wo wir aber auch hier die Krise auf allen Ebenen haben. Auf der Metaebene, wo Medienpolitik sich nicht mehr ganz sicher ist und viele Parteien und Interessenträger, ob man diese öffentlich-rechtlichen Medien überhaupt noch so braucht. Auf der Meso-Ebene der Unternehmen, wo allenfalls Intendanten nicht so genau wissen, wie eben vorhin erwähnt, was man denn da braucht und wie die Zukunft ausschauen könnte. Auf der Mikroebene individueller Verfehlungen, die dann zu heftigen Glaubwürdigkeitsdebatten führen. Und da geht es ja dann weniger darum, ob ein Essen mit einer Intendantin im Durchschnitt 128 Euro kostet, sondern die Frage, wofür das steht und ob man das Gefühl hat, dass dort wirklich gewissenhaft mit dem öffentlichen Geld oder dem privaten Geld aus Haushaltsgebühren oder sonstigen Gebühren in anderen öffentlich-rechtlichen Systemen umgegangen wird. Auch hier haben wir also einen Glaubwürdigkeitsverlust. Diese veritablen Besorgnisse, denen stehen ebenso veritable Umbrüche gegenüber. Und ich will jetzt keine Phrasen verwenden, wenn wir von Digital Disruption reden. Ja, die war es ja schon vor 30 Jahren. Und ich rede nicht von digitaler Transformation, denn wenn ich auf das auf Konferenzen höre, werde ich unruhig. Ja, was denn sonst? Das passiert seit 30 Jahren. Aber was wir sehen, ist, dass wir diese kontinuierlichen Veränderungen haben und sehr häufig
gerade dort, wo es darauf ankommt, noch keine adäquaten Antworten. Immerhin fällt dann häufig das Wort von der Innovation. Jetzt ist Innovation ein Buzzword. Fühlen Sie es eigentlich zuerst mal nach Belieben? Man ist fast zögerlich als Medieninnovationsforscher, ob man es noch verwenden darf, weil jeder darf hineininterpretieren, was er will. Ich gebe Ihnen aber ein Beispiel aus der konkreten Arbeit, die wir machen, um zu zeigen, wie wir versuchen, das auch zu verstehen und mit Leben zu erfüllen. In einem Mehrländerprojekt haben wir versucht, in den vergangenen beiden Jahren und tun das weiterhin, zu definieren, welche Innovationen denn wirklich relevant waren im Medienbereich, vor allem im Journalismusbereich und vor allem auch gesellschaftlich auswirkend waren, also für uns alle nützlich in gewisser Weise. Dieses Projekt heißt Journalism Innovation in Democratic Societies, wird im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz und vergleichend in UK und Spanien durchgeführt. In Deutschland von den Kollegen der Universität Eichstätt vor allem getragen. Und wir haben hunderte Interviews geführt, um zu schauen, was halten denn Expertinnen und Experten und sogenannte Innovatoren verschiedener Felder, in erster Linie aus dem Medienbereich, auch Forscherinnen und Forscher, für die relevanten Innovationen des vergangenen Jahrzehnts. Und siehe da, interessanterweise sind uns nicht gleich aufgefallen jene Themen, die meistens zuerst anscheinend genannt werden, also besondere Technologiedisruptionen, interessante sozusagen Tech-Entwicklungen, die sehr viel verändert hätten. Nein, die meisten reden tatsächlich von inhaltlichen Dingen. Sie reden von großen Kollaborationen zwischen Medienunternehmen und Journalistinnen und Journalisten international. Denken Sie an die Netzwerke, die investigativ spannende Dinge zustande gebracht haben. Sie reden von dem Versuch, mehr Diversität in unseren Newsrooms herzustellen als kontinuierliches Bemühen einerseits und andererseits mehr Vielfalt tatsächlich darzustellen in dem, was programmatisch geschieht. Sie reden sozusagen von Kohäsionskräften in der Gesellschaft, wo Technologie häufig genutzt wird, um mehr Menschen einzubeziehen in unseren Diskurs. Tatsächlich braucht das aber Unterstützung. Und tatsächlich braucht das auch ein Umdenken vieler tradierter Apparate unseres Mediensystems und ihrer Logiken, um das Neue zu erreichen. Der österreichische Innovationsforscher Schumpeter, so würden wir ihn heute nennen, er nannte sich nicht so, vor gut 100 Jahren hat von der kreativen Zerstörung, die meisten von Ihnen kennen das wahrscheinlich, gesprochen. Und diese kreative Zerstörung ist tatsächlich etwas, das wir dringend brauchen in gewisser Weise. Nicht die unkontrollierte, die kreative Zerstörung, die vielen neuen Projekte, die vielen neuen Einheiten, die sich zusammenfinden. Clay Christensen hat dann vor allem auf diese vielen neuen Einheiten in seinem The Innovator's Dilemma, kennen sicher auch viele hier, gesetzt, um mit neuen Projekten neue Zusammenhänge herzustellen. Und daraus wird Innovation, die eine disruptive, die gibt es ja ganz selten. Sie sind inkrementell. Wir werden klüger aus dem, was wir schon hatten, indem wir es neu, in neue Beziehungen zueinander setzen, es besser machen. Manchmal auch effizienter. Das ist oft das Problem oder der Ausgangspunkt der Debatte, wenn wir über die Apparate reden, die manchmal dahinterstehen. Und es ist dann jetzt nicht entscheidend, ob laut Statistik 30, 50 oder gar 70% der Aufwendungen in der Filmwirtschaft im Umfeld der Öffentlich-Rechtlichen in deren Verwaltung gehen und die restlichen 30% in tatsächliche Inhalteproduktion. Es ist jedenfalls problematisch, dass das Verhältnis so ist, wie es ist. Prozentpunkte rauf und drunter lassen wir da mal weg. Es gibt tatsächlich den Versuch, in vielen Systemen inzwischen über neue Programme, über neue Ansätze Medieninnovation gezielt zu fördern. Also in diese Reihe reiht sich das ein, was die Deutsche Akademie für Fernsehen jetzt einmal als Skizze, als Roadmap, als erste Innovationsumgebung geschildert hat. In manchen Ländern passiert es schon. Ich danke für die Erwähnung des kleinen Projekts, an dem ich selbst mitwirken konnte in meiner Heimatstadt Wien, das heißt die Wiener Medieninitiative, wo in einem kommunalen Raum der immerhin allerdings 50% der Medienproduktion Österreichs ausmacht, mit relativ geringen Mitteln
sehr, sehr viel mehr an neuen Projekten angeschoben wurde in nur 2, 3 Jahren, als davor mit Dutzenden Millionen in Programmen, die doch nur Löcher stopfen in nicht mehr funktionierenden Wertschöpfungsmodellen. Österreich hat das gerade allerdings auf Bundesebene wieder getan mit einer sogenannten Digitaltransitionsförderung, wo versucht wird, zu füllen, was doch nicht zu füllen ist, wenn Produktionsmodelle im Medienbereich nicht mehr funktionieren. Deutschland hat das vergangenes Jahr in einem Bereich, ich sage zum Glück, verhindert, der nicht logisch gewesen wäre, wo viel Geld genau für dieses Löcherstopfen ausgegeben worden wäre. Nein, was es braucht, sind wirklich innovative Ansätze. Wirklich innovativ heißt, dass alles auf den Prüfstand kommt, dass man sich manchmal selbst kannibalisiert, wenn man das intrapreneuriell tut im eigenen Unternehmen, über Bord wirft, was am Ballast da ist. Und wenn das gelingt, können viele kleine Projekte oft schon der Auslöser für große Veränderungen werden. In Wien versucht das diese Initiative, aber eigentlich sind wir in Zentraleuropa, Österreich, Deutschland, die Schweiz, zeigen unsere Untersuchungen auch dabei sehr behäbig. Im Regelfall fand das in anderen Ländern schon sehr viel früher statt, etwa in Skandinavien, wo in Dänemark der sogenannte Entwicklungspullien für Journalistik schon seit einem Dutzend Jahren spannende Projekte unterstützt. In den Niederlanden, wo ein Fonds für die Entwicklung von Journalistik, ich kann das jetzt nicht richtig aussprechen, das seit einem Dutzend Jahren tut und zahlreiche interessante Projekte entstanden sind. Das sind übrigens auch die Länder, wenn Sie sich an den Anfang meiner Einlassung zurückerinnern, wo Vertrauen in Medien noch immer größer ist als in Deutschland oder als in Österreich nach den internationalen Befragungsergebnissen. Das hängt jetzt natürlich nicht ausschließlich damit zusammen, dass man Innovationsfonds gegründet haben, aber es hat was damit zu tun. Es hat etwas mit diesem Geist zu tun, dass man jedenfalls offen sein will für Neues, dass man sich einem Publikum stellt mit ganz neuen Bedürfnissen, mit ganz neuen Herausforderungen und dass man auch Risiken eingeht, auch das, wenn die Akademie so etwas angeht, hoffentlich mit dem Risiko, dass sehr oft Projekte scheitern, dass man heiter scheitern muss mit Innovationen. Auch das müssen wir vielfach erst lernen, dass die gescheiterte Innovation oder der gescheiterte Versuch einer Innovation oft die beste Voraussetzung ist, das nächste besser zu machen und das dritte hervorragend. Da sind sie uns über dem Atlantik ein gutes Stück voraus mit dieser Innovationskultur. In jedem Fall braucht es derartige Initiativen und ich habe die Entwürfe auch der Deutschen Akademie für Fernsehen dazu gelesen. Ich kann Ihnen deswegen nur viel Glück wünschen, dass das auf die Reise kommt. Ich weiß, das ist das Bohren dicker Bretter. Wir haben das bei unseren Projekten auch viele, viele Jahre diskutiert, aber es lohnt sich, weil wenn wir das nicht schaffen, dann geben wir das auf, was wohl eine demokratiepolitische Voraussetzung ist, einen lebendigen, ich sage mal Journalismus als Begriff, lebendige Medien, die Grundlagen schaffen, dass wir als mündige Bürger demokratiepolitisch kluge Entscheidungen überhaupt noch treffen können und Medien, die eine Kohäsionskraft haben, dass eine auseinanderdriftende Gesellschaft vielleicht doch wieder zumindest auf einer Diskussionsgrundlage zusammengeführt werden kann. Das klingt jetzt hehr, ist aber, glaube ich, wirklich eine Grundlage und der Innovationsfonds, an den Sie denken, könnte dazu ein guter Beitrag sein. Dazu wünsche ich viel Glück und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit, für diesen Impuls, der hoffentlich eine Anregung zu Diskussionen ist im Folgenden. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank an die Kaltenbrunner. Wir bauen jetzt hier kurz noch ein bisschen um. Wir werden uns gleich wiedersehen im zweiten Panel. Einstweilen ganz herzlichen Dank.